Willkommen auf meinem Kanal Football Theorist für diese zweite Folge der Red Bull Fußball Serie, in der ich das Red Bull Salzburg Modell ausführlich erklären werde, und besonders werde ich ihren Scouting- und Rekrutierungsprozess für neue Spieler und Trainer beschreiben, die zu ihrer Spielidentität passen. Ich werde auch über die Anpassung von den jungen ausländischen Spielern reden, aber das Ganze wird sogar noch mehr Sinn machen, wenn du noch davor mein letztes Video anschaust, in dem ich die Rolle und die Geschichte der verschiedenen Red Bull Fußballvereine erkläre. Nämlich habe ich erzählt, wie wichtig Ralf Rangnick war in den Erfolgen von Red Bull im Fußball und besonders in denen von Leipzig und Salzburg, wo er als Sportdirektor einen großen Einfluss gehabt hat. Und dieser österreichische Club ist eben das Thema des heutigen Videos. Deswegen muss ich euch noch über das Vereinmodell erinnern, dessen Ursprung ich in der letzten Folge erklärt habe. Das Modell ist einfach, die beste Mannschaft in Österreich zu bleiben und gleichzeitig so viele Wunderkinder wie möglich für einen guten Preis verkaufen. Es gibt deshalb bei der ersten Mannschaft stetig Zu- und Abgänge. Die neuen Zugänge kommen entweder aus einem anderen Club durch einen Transfer, wie Okafor, Wöber, Gulagschi, Gampel, Ulmer, Piatkowski und Haaland, oder wie meistens kommen sie aus dem Nachwuchsleistungszentrum, denn wie schon im letzten Video erklärt, die Anpassung solcher Akademiespieler in der ersten Mannschaft wird von der Umsetzung des gleichen Spielstils in allen Vereinsmannschaften vereinfacht. Und diese jungen Spieler, die erste Mannschaft erreichen, haben sowieso einen der vier Wege zur Akademie genommen, die ich gleich vorstellen werde. Der erste betrifft Spieler, die aus der Gegend von Salzburg kommen und die oft zwischen den U7 und den U13 zum Verein wechseln. Da Salzburg von der Grenze mit Deutschland ist, nah von der Grenze mit Deutschland ist, Spieler aus der Region, die auf der deutschen Seite wohnen, gehören eben auch zu dieser Kategorie, weil ein bestimmter Umfang für diese Altersgruppe bestimmt ist. Einige dieser lokalen Spieler sind Martin Hinteregger, Stefan Nilsanke, Stefan Leiner, Konrad Leimer, Mergin Berisha sowie Nicolas Seiwald unter anderem. Dann dürfen ab 14 Jahre alt alle Spieler, die in Österreich wohnen, zur Akademie, wo die Mehrheit dieser Spieler auch wohnen wird. Erwähnenswerte Spieler, die diesen Weg genommen haben, sind Xaver Schlager, Hannes Wolf, Adamu, Amar Dedic sowie Sucic und Chalita Char, die beide für Kroatien spielen, obwohl sie im Alpenland wohnten, bevor sie dann in die Akademie gekommen sind. Der dritte mögliche Weg betrifft Spieler aus den anderen europäischen Ländern, die ab das Alter von 16 auch den Recht haben, zum Verein zu wechseln. Hier können wir zum Beispiel Szoboszlai, Upamecano sowie Šeško erwähnen. Zusätzlich zu diesem letzten Spieler gibt es beim Club auch andere vielversprechende Wunderkinder aktuell wie Oko, Kjærgaard oder Simic. Was hier auffällt, ist, dass keiner von diesen Spielern aus England, Spanien, Portugal oder sogar Italien kommt, die am Talenten erstellen eben sicher die besten Länder sind. Die Sache ist, wirklich scouten Salzburg dort nicht. Denn Spieler werden von lokalen Profivereinen bereits viel beobachtet und diese haben in der Regel schon eine anziehende Akademie und bieten zusätzlich dazu viel größere Löhne an. Tatsächlich sind einige U18-Spieler manchmal schon Millionäre und das ist was, das Salzburg nicht bereit anzubieten ist, solange sie noch nicht bei den Profis einige Erwartungen treffen. Deswegen versuchen die Alpenländische nicht auf dieser Ebene die großen Vereine von den vorher erwähnten Ländern zu konkurrieren. Nichtsdestotrotz haben Salzburg nicht nur Länder ins Visier, die keine solcher großen Vereine haben wie in den Ost- oder
oder Nordeuropa liegen. Denn sie sind zum Beispiel auch an junge deutsche Spieler wie Adeyemi interessiert. Da die Schweiz eben auch mit Aufmerksamkeit beobachtet wird, kann man denken, dass der Verein in diesen zwei Ländern weitere deutschsprachige Spieler sucht, die wahrscheinlich keine Anpassungsprobleme haben sollten. Es gibt aber noch einen interessanten Fall, der von Frankreich, weil obwohl es dort große Vereine gibt, gibt es fast zu viele talentierten Spieler im ganzen Land. Was bedeutet, dass nicht all diese bei PSG oder Lyon zum Beispiel einen Platz finden werden. Deswegen ist Upamecano zum Nachwuchszentrum gewechselt. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass man sollte auch nicht Sadio Mane und Naby Keita vergessen, die beide mit ungefähr 19 Jahren aus der zweiten französischen Liga direkt in die erste Mannschaft von Salzburg gekommen sind. Allerdings hat der österreichische Verein echt gute Augen, wenn man sieht, was diese drei Spieler erreicht haben. Aktuell gibt es eben im Kader einen interessanten französischen Innenverteidiger mit Umar Solé, der ballsicher und dabei ausgezeichnet ist, zwischen die gegnerischen Defensivlinien an Spielstationen zu finden. Das zeigt, Frankreich ist eben noch ein guter Freund für die Salzburger. Und der letzte mögliche Weg betrifft vor allem Spieler aus anderen Kontinenten, die ab 18 Jahre zur Akademie wechseln dürfen, falls sie nicht schon direkt zur ersten Mannschaft wechseln. Deswegen haben schon verschiedene Spieler aus Asien wie Minamino, Wang Yi-Chan und Okugawa für Salzburg gespielt, sowie Spieler aus Amerika, entweder aus dem Norden wie Ranson oder aus dem Süden wie Capaldo, sowie Ramalho und Coronel, die beide aus dem brasilianischen Red Bull-Verein, den ich in meinem letzten Video vorgestellt habe, gekommen sind. Was aber wirklich auffällt, ist der Erfolg des Vereins, Wunderkinder aus Afrika zu rekrutieren. Zu wissen ist es, dass sie in Ghana eine Akademie gehabt haben, die sie dann weiterverkauft haben, obwohl sie für deren Spieler durch Kaufoptionen noch einen Vorrang haben, was zeigt, sie behalten dort Spieler immer noch im Auge. Genauso wie in Sambia, woraus Mwepu und Daka stammen, zwei Spieler, die letzter Sommer den Weg aus Österreich zu der Premier League gemacht haben. Sie haben aber noch eine andere Gemeinsamkeit, und zwar, beide haben ehemaligen malischen Fußballspieler Frédéric Kanouté als Agent. Und dieser gleiche Kanouté ist in seinem Land eben auch Besitzer einer Akademie namens Jelens Olympique, aus der vielversprechende Mittelfeldspieler Ousmane Diakité kommt. Allerdings ist dieser Spieler gerade nach Salzburg zurückgekommen, nachdem er leihweise beim FC St. Gallen in der Schweiz geglänzt hat. Salzburg haben aber auch andere Partner in Bamako und Mali, wie die Anzahl von malischen Spielern es zeigt, die beim alpenländischen Club gespielt haben. Einige von denen sind Samaseku, Haidara, Keita und Camara, der eben auch wie sein Ex-Mitspieler verdient, in der Premier League zu spielen. Natürlich sind manche Spieler, die ich bezüglich dieser vier Wege erwähnt habe, aus einem anderen Verein direkt zur ersten Mannschaft gewechselt. Die große Mehrheit ist aber wohl durch das Nachwuchsleistungszentrum durchgegangen, und in der Regel wechseln sie so früh, wie das Gesetz es erlaubt. So vermeidet man nicht nur, dass diese Spieler für einen anderen Club unterschreiben, sondern bekommen die Spieler die Möglichkeit, den Red Bull-Fußballstil so früh wie möglich zu lernen, und dies an einem Ort, wo sie keine andere Wahl haben werden, als alles auf dem Spielfeld zu geben, um zu glänzen. Nämlich ist dort die Konkurrenz sehr stark, denn die Kader der Akademie von Salzburg gehören zu den besten Europas, was häufig durch den Weg der Österreicher in News League symbolisiert wird, die
die U18, U19 Champions League. Ein Wettkampf, den sie 2017 eben gewonnen haben. Dass Salzburg die von ihnen als interessant betrachteten Spieler mehrmals beobachten wollen, wird ein ausländischer Spieler aus Europa, der ab 16 Jahre für den Verein unterschreiben darf, schon mit 14, 15 Jahren gescoutet und dies vor allem durch die jungen Nationalmannschaften. Tatsächlich starten die normalerweise bei dem U15-Niveau und es ist eben sehr praktisch, sie zuzuschauen, denn ihre Trainerstabmitglieder wählen schon die besten Spieler ihres Landes aus, was bedeutet, dass Salzburg dann einfach nur brauchen zu bestimmen, welche Spieler zu ihrem Spielstil passen. Und dies erlaubt mich, eine kurze Erinnerung darüber zu machen, was die Red Bull-Identität auf dem Spielfeld ist. Ich würde sagen, es ist dieser stetige Willen, den Ball zu erobern, besonders gleich nach dem Ballverlust, um so schnell wie möglich zum gegnerischen Tor zu gehen. Und dies, egal was der Stand ist. Das Wort Willen habe ich natürlich nicht per Zufall ausgewählt, denn diese Mentalität, alles zu geben, ist wirklich das Erfordernis, das entspornen muss, um bei Salzburg unterschreiben zu können. Der Verein verpflichtet keinen Spieler, ohne zuerst von der Person überzeugt zu sein. Diese gleiche Einstellung kann von den Scouts wahrgenommen werden, indem sie den Anstrengungsniveau, das Spieler auf dem Platz leisten, mit ihrer Konzentration auch dicht beobachtet. Es ist zu wissen, dass, wenn möglich, also nicht bei einem sehr jungen Alter, Scouts schauen zuerst aus ihrem Büro mit ihrem Computer zahlreiche Spielen an, obwohl sie keine Spieler unterschreiben werden, ohne sie dann noch im Stadion zu beobachten. Denn dies erlaubt ihnen, auf andere Details zu achten. Ist der Spieler während des Aufwärmens involviert, fokussiert? Ist es auch der Fall, wenn der Ball aus dem Spielfeld rausgeschickt worden ist? Diese sind gute Zeichen davon, ob der Spieler diese Red Bull-Mentalität hat oder nicht. Jetzt aber, natürlich muss dieser Fokus vor allem im Spiel benutzt werden. Der Spieler braucht eine gute Scanning-Fähigkeit zu haben, damit er dann die richtige Entscheidung schnell treffen kann. Das Verhalten bei Ballverluste und Balleroberungen ist besonders dicht angeschaut, da die Red Bull-Spielidentität auf dem Gegenpressing basiert. Die Zweikampfstärke sowie die Handlungsschnelligkeit sind deshalb auch wichtig. Im Allgemeinen ist Schnelligkeit eine erforderte Qualität, über die der Verein durch seine sehr entwickelte Datenbank herausfinden kann, die eben zeigt, ob diese interessanten Spieler für ihre Position in Salzburg genügende Athletikkompetenz hätten. Die Datenbank zeigt aber auch, welche Spieler die besten Athletikkompetenz haben, um zum Verein zu wechseln. Das bedeutet, dass diese Datenbank entweder vor oder nach dem Scouting-Teil stattfinden kann. Nichtsdestotrotz haben nicht alle Spieler immer die Möglichkeit, ihre Laufkompetenz zu zeigen, je nachdem, wie das Fußballspiel aussieht und was es erfordert. Deswegen müssen Spieler, die durch die verschiedenen erwähnten technisch-taktischen Filters durchgehen, zusätzlich zu psychologischen auch Fitnesstests bestehen. Und wenn der mögliche Transfer eine junge Mannschaft betrifft, verbringt der betroffene Spieler mit, was sein nächster Kader werden könnte, ein paar Trainingstage mit auch verschiedenen Arten von Körpermessungen mit der vom Handgelenk offenbar sehr genau zum Beispiel, die an diesem Moment durchgeführt werden, besonders um mit denen der Eltern zu vergleichen, denn ist ein guter Indikator über die Evolution des körperlichen Wachstums und Entwicklung. Diese Körpermessungen finden für schon Akademiespieler allerdings regelmäßig statt, um das Potenzial der Spieler besser schätzen zu können. Ein Spätentwickler sollte beispielsweise nicht direkt rausgeschmissen werden,
weil er vielleicht ein oder 2 Jahre später eben bei Tiefläufen der schnellste Spieler werden kann. Oder er könnte auch der Luftzweikampfstärkste Spieler werden, und so weiter. Einige Spieler gewinnen auch an Selbstvertrauen, wenn sie sehen, dass sie einen imposanten Körperbau haben. Wohingegen Frühentwickler, die mit 13 Jahren die Besten waren, mit der Zeit diese Überlegenheit verlieren können. Diese Arten von Tests ermöglichen deshalb bei Entscheidungen darüber, die Fehlerspanne zu reduzieren, auf welche Spieler der Club für die Zukunft zählen sollte. Um diese Kultur bei dem Verein auf Details zu achten zu zeigen, muss ich auch erwähnen, dass, obwohl es sich im Endeffekt nie verwirklicht hat, wollten Salzburg über genetischen Tests verfügen, um die Wahrscheinlichkeit sowie den Ort von möglichen künftigen Verletzungen bei Spielern besser schätzen zu können. Wenn dann bei der Akademie, wird aber die Evolution von Spielern nicht nur aus einer körperlichen Sicht gefolgt. Zunächst müssen Spieler sich vorbildlich verhalten, auch in der Schule, wo, falls es Probleme gibt, riskieren sie das Spiel vom Wochenende zu verpassen. Zusätzlich dazu haben Spieler auch regelmäßig, persönliche Gespräche mit ihren Trainern, damit diese ihnen Videoabschnitte zeigen, die ihnen ermöglichen, gewisse Spielaspekte zu verbessern. Dennoch, wenn der Spieler die Erwartungen immer noch nicht treffen würde, werden Salzburg einen anderen Club für ihn suchen, wo er leihweise Minuten bekommen könnte. Etwas, das der Red Bull-Verein sehr ernsthaft macht. Denn der Spieler wird bei seinem neuen Verein von Salzburg weiterhin beobachtet, bevor er später sozusagen nach Hause zurückkehrt oder zu einer anderen Mannschaft wechselt. Im Allgemeinen machen Salzburg alles Mögliche, damit ihre Mannschaften optimal funktionieren, besonders auch, indem sie einen Scouting-Prozess für Akademie-Trainer haben mit dem Spielstil und die Mentalität als Kriterien, die durch eine starke Lernwilligkeit bezüglich Fußballs und Leaderships wahrgenommen kann. Denn wenn im Einsatz treffen Trainer aus den verschiedenen Mannschaften regelmäßig, besonders um ihre verschiedenen Trainingsideen zu verteilen. Und jeder Trainer ist auf einer regelmäßigen Basis bei einer Trainingseinheit der Kollegen dabei, um neue Ideen zu bekommen oder zu geben, sollte ein Mangel entdeckt werden. Fast alle Trainerstab sich nicht mehr freuen könnten, denn die Spiele und Trainingseinheiten quasi aller Mannschaften werden gefilmt und verfolgt aus einer statistischen Sicht, was die Analyse der Aspekte, die noch brauchen, gearbeitet zu werden, wirklich vereinfacht. Analysen der Position finden bei den Jugendmannschaften auch sehr früh statt. Deswegen haben Akademietrainer alles, was sie brauchen, um sich zu verbessern und gute Arbeit zu leisten. Wie die Liste von einigen dort ehemaligen Trainern es zeigt, die danach zum Profifußball gewechselt sind. Es gibt Peter Zeidler, Gerhard Struber, Bo Svensson, Jaissle und der sozusagen weltberühmte Marco Rose mit seinem Assistenztrainer René Maric. Salzburg verfügen aber auch über einen administrativen Vorteil mit dem FC Liefering, der neue Name des anderen Vereins, den sie 2012 in der Mozartstadt gekauft haben. Denn es war vom österreichischen Fußballbund damals noch nicht erlaubt, eine Reservemannschaft höher als in der dritten Liga zu haben. Was aber immer erlaubt gewesen ist, ist das Konzept von sogenannten Kooperationsspielern, die jünger als 22 Jahre alt Jahre sein müssen. Und wenn an den Fußballverband angekündigt, dürfen sie nicht nur für den kooperativen Verein spielen, also für den FC Liefering auf diesen Fall,
sondern auch immer noch für den Vaterclub Red Bull Salzburg gehe. Und dies nicht nur bei der ersten Mannschaft, sondern auch bei der Jugend, falls die Altersgrenze noch nicht erreicht ist. Mit diesem System ist es eben viel einfacher, Spielzeit zu bekommen, was bedeutet, dass Spieler die erste Mannschaft früher schaffen können. Nur verboten ist es, an einem gleichen Wochenende für mehrere Mannschaften zu spielen. Um die erste Mannschaft zu erreichen, um mit hier europäische Wettkämpfe zu spielen, ist eben, was einen jungen Spieler motiviert, für den Verein zu unterschreiben. Denn es kann auf jeden Fall nicht wegen dem Geld sein. Bei der Akademie verdienen Spieler nur 500 Euro, wenn sie überhaupt einen Lohn bekommen. Wohingegen die monatlichen Einkommen bei FC Liefering 2000 oder 3000 Euro für Spieler erreichen. Obwohl wir hier über die Reservemannschaft von Salzburg reden, und zwar nicht irgendeine, gell? Ungeachtet dessen, dass der Verein Spieler wollen, die als Priorität das Fußballprojekt haben, ist es für Ausländer schwierig, zum Verein zu wechseln, auch wenn sie die verschiedenen Kriterien erfüllen. Nämlich von Salzburg sicher sein, dass solche Spieler integriert werden, indem sie in Deutsch Kurse organisieren, die Stadt zeigen, eine Wohnung für sie suchen, wenn sie die Akademie verlassen und so weiter. Das alles braucht Zeit, deswegen sind Plätze für ausländischen Spieler limitiert, denn sie sind von der Verfügbarkeit der Mitarbeiter abhängig, die sich um diese Integrationsprogramme kümmern. Jetzt denkst du sicher, dass es gibt's nicht mehr über die Erfolgsgeheimnisse von Red Bull Salzburgs Modell hinzuzufügen, was eigentlich falsch ist. Nämlich muss ich noch über die innovativen Trainingsmethoden der Red Bull Akademie sprechen. Nichtsdestotrotz wird es das Thema eines künftigen Videos sein, denn ich möchte mehr im Allgemeinen über die Technologien reden, die das Individuelle sowie das kollektive Fußballtraining verbessern. Wenn du das nicht verpassen möchtest, lade ich dich deshalb dazu, meinen YouTube-Kanal sowie meinen Twitter- und Instagram-Account zu abonnieren. Und falls dieses Video dir gefallen hat, kannst du auf Like klicken, es mir in den Kommentaren Bescheid geben, sowie das Video verteilen. Es würde mir wirklich viel helfen, mehr als du glaubst. Ciao!